Der Chef denkt wahrscheinlich, dass der Mann alles macht und so und die Frau dann einfach nur irgendwas danach dazu macht. Weil Männer schwerere Sachen heben können, aber Frauen haben halt auch ihre Stärken, die ich gerade nicht weiß. Eigentlich ist das ja die Hauptsache, dass alle beide gleich viel verdienen. Und was glaubt ihr, wer verdient mehr, eure Mama oder euer Papa? Papa. Ich glaube, Papa. Oh, mein Vater eigentlich. Ich glaube, unser Vater. Ich finde es ein bisschen gerecht sogar, weil mein Vater hat sich auch schon viele Verletzungen geholt und sein Job ist halt schon gefährlicher als so kassieren. Deine Eltern haben eigentlich beide den gleichen Beruf. Wer verdient denn mehr? Ich glaube, Papi. Unsere Mama. Ich glaube, unser Papa. Papa. Und würdest du denn sagen, dass einer härter arbeitet als der andere bei euch? Na, Mama, finde ich, arbeitet härter. Wer, würdest du sagen, macht zu Hause mehr von der Hausarbeit? Meine Mama locker, weil mein Papa, der raucht fast nur den ganzen Tag und schaut auf dem Computer etwas nach. Mama. Putzen, aufräumen, essen. Mama, die Waschmaschine macht sie meistens und am meisten kochen tut mein Papa. Meine Mama, die staubsaugt und wäscht unsere Wäsche in der Waschmaschine, kocht auch manchmal Apfelmus. Weil die Männer das durchschauen können. Und die Frauen lassen sich mal gerne veräppeln. Das sind so verschiedene Berufe. Sind das eher Männer- oder Frauenberufe oder können das eben beide gleich gut? Warum da der Mann beim Polizist? Weil der Mann, glaube ich, immer schneller ist und härter arbeitet. Das muss nicht sein, Alex. Nein, ich glaube es aber. Ich habe aber noch keine Frau gesehen, die Polizist war. Hä? Und was ist mit der Polizistin, die mit uns die Fahrradprüfung macht? Auch Männer, weil sie können zum Beispiel mit einer Waffe gut zielen. Besser, meine ich. Ich kenne kein Mädchen, was bei der Bank arbeitet. Es gibt ja zum Beispiel so die Putzfrau oder so. Das machen nur die Frauen, aber das können auch ruhig Männer machen. Das ist auch ein guter Job. Wer ist besser im Erfinden? Die Frauen? Mhm. Warum? Die Frauen einfach nur besser sind in Chemie und die Männer einfach halt so. Frauen können auch mal als Polizistin gut sein. Und Männer können auch mal als Lehrer gut sein. Also verweigerst du dich quasi dem Spiel, weil du sagst, es ist eigentlich Quatsch mit Männer- und Frauenberufen. Ja. Ich glaube, ich kenne keinen Beruf, wo Männer, glaube ich, besser sind als Frauen. Kennst du sie hier? Sieht irgendwie so aus wie Angela Merkel oder so. Ja, ist sie auch. Angela Merkel? Angela Merkel. Angela Ferkel. Was ist der Job? Bürgermeisterin. Ja, sie ist quasi die Bürgermeisterin von Deutschland. Und glaubst du, die Welt wäre besser oder schlechter, wenn ein Mann Bundeskanzler wäre? Schlechter. Ich glaube, ein Mann würde es besser machen. Kannst du dir vorstellen, mal Bundeskanzlerin zu werden? Ja. Also ich würde an Merkels Stelle ein Gesetz machen, damit Frauen gleich viel verdienen wie die Männer. Dann kriegt ihr jetzt auch noch eine Bezahlung dafür, dass ihr mitgemacht habt. Da, das für dich. Das für dich. Das ist weniger. Was? Er hat 4 und ich habe 2. Hm? Wieso kriegt ein? Was glaubst du, warum habe ich dir gerade 2 mehr gegeben? Ist die Regierung auch so? Ich weiß es, weil die Frauen weniger Geld kriegen. Was grinst du? Nichts. Ich habe nur 2. Er hat das Doppelte. Es ist jetzt gemein, aber ich find's cool. Eine Menge zu haben, aber irgendwie auch blöd für sie. Ja, ein bisschen blöd. Und du erzählst mir, der Mann führt das Gesetz ein, das das ändert? Ja. Das heißt, gibst du ihr jetzt was ab? Ja. Deal. Bam. Dieses Jahr ist der Equal Pay Day am 18. März. Wenn es nach den Kids geht, wäre gleicher Lohn für gleiche Arbeit bei Männern und Frauen aber längst Standard. Wie lange dauert es noch, bis Männer und Frauen endlich gleich bezahlt werden? Und was brauchen wir dafür noch? Schreib's mir in die Kommentare. Und abonniere am besten Deutschland 3000 direkt hier auf YouTube, weil dann kriegst du jede Woche ein neues Video.